Vor kurzem habe ich doch das lustige Video gemacht, wie Leute mal reagieren, wenn sie mit dem Thema vegan konfrontiert werden. Das da. Ah, oh, schau da hin, ein Kälbli. Machen wir ein Foto, weißt du, ein Selfie und so. Nachher sagst du, ey, vielleicht solltest du aufhören, Tier essen. Und dann kommt das. Ja, aber was ist denn mit deinen Proteinen? Ich schaue jedenfalls schon, wo ich es herhang, gell? Ich kaufe es nur beim Metzger, wo ich weiss, wo es gelebt hat und wie es gelebt hat und wieso gebracht worden ist. Und Veganer essen sowieso nur Chemie und Tabletten und so. Und was ist denn mit deinen Avocados, hä? Von vegan ist gar nicht besser für die Umwelt. Ich kenne wohl jemanden, der ist vegan gewesen, der nachher mit einem Eisenmangel im Spital gelandet. Schon mega extrem, vegan, schon mega extrem. Ich brauche unheimlich viel Protein. Ja, der Leu isst im Fall auch Fleisch. Hast du gewusst, dass der Höhlenbewohner, weil er Fleisch gegessen hat, überlebt hat? Im Fall zum Gemüseanbauen sterben im Fall auch Tiere, gell? Ich kaufe über regional und saisonal. Vegetarisch würde noch gehen, aber vegan ist einfach mega extrem. Ich has halt einfach mega gern. Ich find's im Fall mega gut, aber ich könnte im Fall nie ohne Käse. Und für alle, die gemeint haben, ich übertreibe, das sind Kommentare von einem Beitrag auf 20 Minuten, wo es nicht mal ums Thema vegan gegangen ist, sondern ums Thema Umwelt. Aber weil im Titel in einem vegan steht, bricht der Shitstorm ohne Dauer wieder in den Kommentaren aus und alle machen sich ins Hösli wegen vegan. Oh, und alle Ausreden sind immer noch die gleichen. Nicht besser für die Umwelt und Soja und es wird importiert und Avocado und alle haben wieder einmal einen Herzinfarkt wegen dem bösen Wort vegan.